Hallo, Mizu hier. Willkommen in einem neuen Let's Play SWTOR mit Rivea, unserer Hexerin. Ich habe sie jetzt umgeskillt auf Wahnsinn. Wahnsinn, es gehört immer ein bisschen Wahnsinn dazu. Und wir müssen nach Korriban zum Rat der Sith. Ich weiß nicht mehr warum, aber. Ah, stimmt, ich habe ja Darth Tanaton besiegt. Richtig, Darth Tanaton ist Geschichte. Naja, nicht ganz, aber er ist geflohen und hat im Rat der Sith Zuflucht gesucht. Und da schauen wir mal. Besuchen wir ihn mal. Okay. Ich muss nach Korriban. Ich muss nach Korriban. So. Bin ich? Nee. Hier. Korriban. Ist ein so wunderschöner Regenplanet. So. Ich wollte noch ein paar Sachen sagen zu dem einerseits zum SWTOR-Fanfilm und andererseits zu Operationen. Ja, Operationen. Aber erstmal dem SWTOR-Fanfilm, weil manche haben auch schon im Stream gefragt, was jetzt mit dem SWTOR-Fanfilm ist. Und ja. So gesehen, Sebastian hat alle zusammengetrommelt, wir haben alles aufgenommen und Sebastian hat es zusammengeschnitten und auch die Synchronisation reingeschnitten, also die Stimmen von den Synchronsprechern, die mitmachen wollten, also die Leute, die den halt Charakteren ihre Stimme verleihen. Und so gesehen ist eigentlich alles fertig, bis auf die Musik. Wir haben nämlich nur einen, der die Musik macht, also anhand des Films die Musik komponiert, so gesehen. Und der hat aber leider nicht so viel Zeit und deshalb dauert das noch ein bisschen. Außer jemand von euch fühlt sich vielleicht gerade berufen und sagt, ich will die Musik komponieren, ich will helfen, die Musik zu komponieren, dann könnt ihr ja mich einfach anschreiben. In Discord oder mir irgendwo eine Nachricht schicken, wie auch immer, damit es dann vielleicht ein bisschen schneller geht. Also voraussichtlich ist der Film vielleicht so im März fertig, so wie der momentane Stand der Dinge aussieht, aber ja, irgendjemand, der des Komponierens mächtig ist, der kann gerne mithelfen, wenn er denn möchte oder sie. Ja, und dann noch was zu Operationen. Hallo. Ja, ich dachte, ich frage einfach mal, ob vielleicht einer von euch Lust hat, mit mir Operationen zu laufen. Erstmal ganz einfache Story-Mode-Operation und dann kämpfen wir uns irgendwie in die Böseren. Und ja. Dazu müsst ihr aber wissen, dass ich nicht der Mega-Pro in Operationen bin. Das heißt, es kann auch schon mal durcheinander werden oder so. Es wäre dann auf Rep-Seite. Ich würde heilen. Ich würde versuchen, euch zu heilen. Und ja. Level 70 müsstet ihr sein und wahrscheinlich Abonnent oder irgendwie. Wow! Shit. Ich steck fest. So geht's auch. Komm, fahren wir so hoch. Hä? Okay, fahren wir nicht hoch. Meine Gefährtin ist weg. Mann. Naja, ich habe auf jeden Fall in meinem Discord-Channel, wer noch nicht auf dem ist oder noch nicht weiß, was das ist. Discord ist so ein Chat, also Schreibchat- und Voice-Chat-Programm. Und da gibt es verschiedene Channel, die man sich einrichten kann. Und ich habe auch einen extra Channel gemacht für die Operation. Das heißt, wenn irgendjemand interessiert ist, die Operation mitzumachen, schreib einfach in den SWTOR OP-Channel rein. Der heißt so. Ja, keine Ahnung, dass er gerne mitmachen würde. Dann, damit ich halt irgendwie Bescheid weiß, wer mitmachen will oder nicht. Und ja, wir sind da. Sofort stehen bleiben. Gebt mir eure Waffen. Nein! Ich muss ein altes Sith-Duell beenden. Ich werde nichts dergleichen tun. Tanaton gibt gerade seine Erklärung vor dem Rat der Sith ab. Und ihr werdet ihn nicht unterbrechen.
Sonst haben meine Schüler und ich auch etwas dazu zu sagen. So, so. Ich werde ihn unterbrechen. Na klar werde ich ihn unterbrechen. Aber genau das habe ich vor. Thanaton hat zum letzten Mal versucht, mich zu töten. Nur weil er gescheitert ist, heißt das nicht, dass ich auch scheitern werde. Es gibt eine ganze Welt der Politik, von der ihr keine Ahnung habt. Dachtet ihr etwa, Thanaton wäre mit seinen Überzeugungen allein? Meine Herren, tötet sie. Was? Ich dachte abführen und jetzt töten. Tötet sie. Ich war die beste Duellantin in meiner Klasse. Ja, ich habe ungeskillt. Ich muss mich noch dran gewöhnen hier. Warum sind die nur Level 12? Was? Okay, wir stören jetzt Thanaton. Meine Sith Lords, schon ihre Meisterin war korrupt. Und auch sie ist es. Ohne die Tradition der Sith wären wir nichts. Und was sollen wir eurer Meinung nach tun? Ihr wisst, was die Situation erfordert. Die Ordnung muss wiederhergestellt und eine Strafe auferlegt werden. Wenn wir unsere Gegner besiegen wollen, muss der ehemalige Schüler von Sesh sterben. Was? Toll, jetzt, was? Nein. Er ist ein Feigling. Er stirbt. Er hat die Khagat-Arena verlassen, als er Corellia verlassen hat. Ich werde ihn töten. Die Khagat-Regeln sind uns allen wohl bekannt. Das Khagat ist ein Spielplatzduell. Mord kennt keine Regeln. Das Khagat ist eine ehrenhafte Tradition der Sith. Tulak Hort hat sie vollzogen. Marka Ragnos. Ludo Kresch. Die Frage bleibt, warum konntet ihr diesen Schüler, dieses Kind nicht töten? Hey, ich bin kein Kind. Was soll das denn? Ich bin eben toll. Super. Ist denn noch niemandem aufgegangen, dass ich einfach wirklich so gut sein könnte? Die leichtfertige Antwort einer leichtfertigen Närrin. Ich schwöre euch, wenn ihr Thanaton nicht zum Schweigen bringt, dann werde ich es tun. Ich lasse mich nicht hintergehen und ich werde nicht sterben. Und wenn ich diese Sklavin getötet habe, werdet ihr alle dafür gerade stehen. Ach komm schon, Thanaton. Stirb einfach. Stirb. Sturm. Ashara, Vorsicht. Vorsicht. Ich habe gerade keine Ahnung, wie eigentlich... Ach, der ist ja schon tot. Wieso ist denn der da auch nur Level 12? Nein, ich werde nicht besiegt. Das kann nicht sein. Die ich rief, werd ich nun nicht los.
Boah, die wäre so epic. Okay. Habe ich irgendwas gegrillt? Es tut mir leid, Thanaton. Au! Auf Nimmerwiedersehen. Er war ein besserer Sith, als ihr ihm zugetraut habt, Ravage. Hoffen wir, dass sich seine Nachfolgerin als würdig erweist. Ey, bin ich das? Mein Sith-Lord, euer Sitz. Oh mein Gott, ich krieg einen Stuhl. Das macht sicher Spaß. Ich freue mich darauf, mit euch allen zusammenzuarbeiten. Sie ist doch nur ein Lord. Man kann keinen Lord in den Rat der Sith berufen. Seid still, Ravage. Sie hat ihren Platz verdient. Auf Anordnung des Rats der Sith und in Anbetracht eures Rufs als Meister der dunklen Seite seid ihr von nun an Darth Nox. Ihr seid die Spitze der Pyramide uralten Wissens. Ihr werdet damit beauftragt, das mystische Wissen der Sith zu bewahren und die Geheimnisse unseres Rats zu hüten. Zusammen mit uns herrscht ihr über alle Sith und untersteht nur dem Imperator selbst. Ah, toll. Wo ist der Imperator überhaupt? Ja, ne? Werde ich den Imperator treffen? Warum ist er nicht hier? Der Imperator wird euch rufen lassen. Falls und wenn er es wünscht. Unsere Aufgabe hier ist erledigt. Ihr würdet gut daran tun, eure Anhänger auf Drum und Kaas aufzusuchen und euch ihre Loyalität zu sichern. Wir werden euch herbestellen, wenn der Rat der Sith das nächste Mal tagt. Okay. Tja, Ashara, was sagst du jetzt? Die Rolle eines Mitglieds im Rat der Sith. Das Wort des Imperators ist nicht anfechtbar. Aber der Imperator spricht nur sehr selten. Daher ist es der Rat der Sith, der regiert, die Angelegenheiten des Imperiums regelt und das Schicksal von Welten mit Billionen denkender, fühlender Wesen bestimmt, während der Imperator schweigt. Jedes Mitglied des Rats der Sith kümmert sich um eine der 12 Pyramiden der Macht innerhalb des Sith-Imperiums und darf nach Gutdünken schalten und walten. Wenn ein Sith den Rat beitritt, fängt damit sein wahrer Aufstieg erst an. Im Rat der Sith gibt es Bündnisse zwischen Mitgliedern, die dazu dienen, andere Mitglieder zu schwächen oder sich in Angelegenheiten, die vom gesamten Rat entschieden werden müssen, einer Mehrheit zu versichern. Theoretisch hat der Rat keinen Vorsitzenden, aber in der Praxis streben sämtliche Mitglieder danach, möglichst viel persönlichen Einfluss zu erlangen und damit die anderen unter Kontrolle zu bringen. Langjährige Ratsmitglieder sind in ihren Positionen fest verwurzelt. Im Rat der Sith gibt es selten eine Vollversammlung, aber gewiefte Mitglieder sorgen dafür, dass sie von jeder Zusammenkunft erfahren und immer einer ihrer Verbündeten anwesend ist. Mann, Mann, Mann. Da haben wir uns in was reingeritten, ne? Okay, dann müssen wir jetzt nach Drum und Kaas, ja. Und das tue ich in der nächsten Folge. Und wie gesagt, wenn ihr an OPs interessiert seid, schaut mal in Discord einfach vorbei. Wo laufe ich dann rum? meine Discord-Adresse steht in der Videobeschreibung. Aber ihr könnt auch eine einfache Adresse benutzen. Ich glaube, das ist einfach nur discord.me/Mitsu. Und das geht auch im Browser. Wobei im Moment irgendwie die Browser-Version ein bisschen hackt. Deshalb wäre es wahrscheinlich praktischer, das zu installieren. Das dauert, glaube ich, nur 2 Minuten oder so. Ja,
wie gesagt, ist halt keine Ahnung, wie Teamspeak, Skype, whatever. Und ist aber sehr praktisch für die Kommunikation. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann!